Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein neues Videoprojekt. Es wird ein riesiges Projekt und zwar hören wir uns das gesamte Zuhälter-Tape 5 von fucking Kollega an. Holy shit, ich habe die Box bestellt und die Box ist hier als Beweis. Es ist Donnerstag, der 7.10. und ich habe fette Kopfhörer und habe richtig Bock. Hab das jetzt alles schon hier am Computer, die Songs. Und wir werden es vor Release Day quasi jetzt schon einen Tag hören. Bin ich kein Arsch und leak irgendwas, deswegen werde ich das erst ab Freitag releasen und nicht vorher. Das wäre ein bisschen asozial. Das würde auch gebannt werden wahrscheinlich. Erst natürlich, nachdem es rauskam. Ich muss sagen, ich habe bei zwei Sachen schon reingehört. Und zwar Rotlichtmassaker 2 habe ich reingehört, komplett. Und bei Crime Lords die Hook. Weil eben das von San Diego war. Die Hook bei Crime Lords war ein Teil von San Diego und bei Rotlicht Massaker hatte San Diego 3 Hooks und einen Part. Wir werden uns das Ganze trotzdem anhören, einfach nochmal aus der anderen Perspektive, aus der man kennt schon Perspektive und das ein bisschen analysieren, weil das ist echt, also Rotlicht Massaker 2 ist echt stark. Ich denke, dazu kommt ein Video, deswegen werde ich... Ja, wahrscheinlich nach der Album-Reaction oder halt das reinschneiden oder ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Wenn das Video kommt, vielleicht ein extra Video dazu machen. Mal sehen, wie ich es mache. Auf jeden Fall fangen wir an. Rotlichtsonate, dazu habe ich schon eine Reaktion gemacht. Eine ziemlich lange Reaktion, könnt ihr auf meinem Kanal abchecken. Genauso wie Showtime Forever eine Reaktion gemacht. Zuhälter Aura eine Reaktion gemacht und Roid Rage auch eine Reaktion gemacht. Das heißt, 4 Songs kennen wir schon, die anderen 16 sind blind. Rotlicht Massaker für mich jetzt nicht, das heißt, die nächsten 15 sind blind. Ich bin saugespannt, es ist ein Riesenalbum, es wird nicht in diesem Video fertig gehört werden. Also stellt euch darauf ein, dass bis wir dieses Album durchhören auf jeden Fall ja einige Videos vergehen. Also wir werden bestimmt 3-4 Teile oder so fürs Hauptalbum brauchen oder... Na gut, 3-4 Teile sind es übertrieben, aber 2-3 Teile werden es bestimmt sein, weil ich auch genau auf die Lyrics eingehen möchte, genau auf die Beats und auf alles einfach. Ich möchte das richtig enjoyen als ganzes Projekt. Und dann gibt es ja noch die EP, die Lyric Lounge EP, auf die werden wir auch reagieren. Gibt zwar sehr viele Zigarrenpausenbars, leider, aber es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 richtige Songs, davon 8 Perspektiven-Spastis und eine Universal-Genie und ein Lyric Lounge Intro, keine Ahnung, was das ist. Oh, 4 Minuten 41, alter Schwede, krank, echt krank, dass hier sogar die Perspektiven-Spastis über 2 Minuten gehen. Das ist schon wirklich absolut Luxus, den wir hier bekommen, das ist Wahnsinn, das ist ein Riesenprojekt, vielleicht das größte Projekt von ihm, außer jetzt vielleicht der Golden Award, oder wie hieß das? Der, wo quasi ganz viele Alben oder alle Alben von ihm in einem Legacy Award, genau, Legacy Award. Okay, wir fangen an mit Bostradamus, Leute. Von dem Song habe ich schon einiges gehört, der soll ziemlich krass sein. Ich werde parallel die Lyrics laufen lassen. Oh, da bin ich ja gerade bei Trimax, bei dem guten Spasti. Da werde ich, nicht auf Trimax, nein. Da werde ich auf Genius gehen. Und dann erstmal auf das Zuhälter-Tape. Die Lyrics sind noch nicht online, das ist blöd, aber ich habe ja einen Geheimtrick. Ich habe ja die Box. Und da sind die Lyrics drin. Und zwar in der Case von dem Hauptalbum. Muss ich mal mein Mikro kurz verschieben. Hier ist einmal das Buch drin. Unboxing habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hatte jetzt keinen Bock, meine Kamera aufzustellen, bin ich ehrlich. Aber hier ist die CD. Ich finde es schade, dass kein Instrumental drin ist, muss ich sagen. Das hätte man schon machen können. Weil da sind heftige Beats drin, das weiß ich. Allein Rotlicht Massaker 2 ist auch so ein kranker Beat. Also hier ist die CD. Und in dem Booklet haben wir die Instrumentals. Das heißt, wenn ich was nicht verstehe, dann schauen wir da einfach rein. Hier haben wir das Booklet mit ein paar Bildern. Ja, ganz schön. Und da drin sind die Texte. Ich blätter direkt mal auf Bostradamus, den zweiten Song. Hat weniger Text als Rotlichtsonate. Rotlichtsonate ist ja einfach wirklich runtergerattert des Todes. Das ist ja anders krank. 2 Hooks haben wir hier, die sich anscheinend unterscheiden. Damals sah man meine Freunde meistens mit Blessuren dastehen. Okay, nicht lesen, wir hören, wir gehen rein,
Bostradamus. Leider ist ohne Cover, ohne irgendwas. Wir sehen einfach nur die MP3-Datei. Wir hören einfach nur. Ich hoffe, es ist trotzdem spannend für euch. Und ich denke, ich mache jeden Part von der Reaction immer so 40 Minuten. Mal sehen, wie viel wir schaffen. Vielleicht sind wir auch in zwei Videos hiermit durch. Wir wissen es nicht. Wir fangen jetzt an mit Bostradamus. Ich bin fucking gehypt. Ah, okay, das ist dieses Dobermann im Griff. Goldkette blitzt. Der Anzug mit den Nadelstreifen sitzt. Das wurde schon mal angekündigt. In einem ganz frühen, ich glaube im zweiten Trailer zu Zuhälter Tape 5 wurde das angekündigt. Ist das ein Glockenbeat? Das Dobermann-Gebell darf nicht fehlen. Sehr schön. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Okay, pass auf. Pass auf. Haltung hier, salutier, Brust raus, Kid. Wie deine Mutter beim Club-Auftritt im Puff-Outfit. Okay, der kommt aber ganz schön lässig hier rein. Salutier, Brust raus. Ich lese mal mit. Haltung hier, salutier, Brust raus, Kid. Wie deine Mutter beim Club-Auftritt im Puff-Outfit. Guck, ich spuck aufs Biss, jeder muckt auf. Doch mach dann bloß Paläste rein, wie meine Putzfrau, Bitch. Hab seit Tag 1 kein Versch... Ah, das ist sehr geil hier in dem Booklet. Da werden die Wortspiele sogar separat aufgeschrieben. Bloß Paläste rein. Paläste rein, oh. Wie meine Putzfrau, Bitch. Oh Mann. Guck, ich spuck aufs Biss, jeder muckt auf, doch mach dann bloß Palästereien. Oder halt Palästereien. Also der macht halt Palästereien wie die Putzfrau, Bitch. Holy shit! Nicht schlecht. Schon, es war im Underground volles Rohr zerbersten, als jag ich eine Gaspipeline hoch. Nochmal. Hab seit Tag 1 kein verschont. Es war im Underground volles Rohr zerbersten, als jag ich eine Gaspipeline hoch. Digga, es ist so krank. Hindernissen vorbei. Damals mit Schnee auf der Königsallee, wie das winterliche Versailles. Es war drei. Winterliche Versailles, ja gut, Schnee, Koks. Naja, okay. Boah, was ein Flow. Holy shit. Esso-Tanke. Ghetto-Schlampe. Boah, nochmal. Heftig. Heftiger Flow-Switch. Es war 3 Uhr nachts, Esso-Tanke. Business dirty wie ne Ghetto-Schlampe. Mit 16 Kante, als der Player an der Ecke Dinger drehte. Messi-Flanke. Als der Dinger an der Ecke... An der Ecke Dinger drehte, Messi-Flanke. Digga, es ist so geil, Mann. Immer noch Stress mit Banden. Immer noch Hustle am Block. Immer noch beschatte die Cops den Boss wie sein Jachtsegelstoff. Beschatte der Cops... warte mal. Immer noch beschatten die Cops den Boss wie sein Yachtsegelstoff. Oh, Digga, es ist... Also, das ist doch wirklich... Lyrisch ist das doch wieder so ein heftiges Level, Alter. Immer noch Kalaschnikows. Immer noch Pimp wie Wollersheim. Pimp wie Wollersheim? Kenn ich nicht. Aber, Digga, es ist so... Sorry, wenn ich mich hier verspreche, aber es ist so klein geschrieben. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Immer noch Kalaschnikows. Immer noch Pimp wie Wollersheim. Immer noch macht deine Mom S auf dem Strich wie beim Dollarsign. S auf dem Strich wie beim Dollarsign. Okay. Back in the hood. Jetzt wird wieder intensiv auf die goldene Kette geguckt. Jetzt wird wieder intensiv auf die Goldkette geguckt, ja? Wie beim Schätzen von Schmuck. Wie beim Schätzen von Schmuck. Jetzt. Griff, Goldkette blitzt. Der Anzug mit den Nadelstreifen sitzt. Im Magazin Clips. Zeig kein Gesicht. Deutscher Rap besteht aus Kids wie Kollege Adlibs. Oh Mann, ey. Mitten unter Neidern deinen Traum verwirklichen. Schauen sie dich an wie einen Außerirdischen. Ich fahr mit Raubtierinstinkten zu Ikonen-Rockstar-Status. Die bloße Offenbarung, die Visionen Bostradamus. Geile Reime. Ikonen-Rockstar-Status, bloße Offenbarung, Visionen Bostradamus. Alter Schwede, ey. Todentzüge. Wenn ich Koksente prüf, ey. Selbes Face, mit dem ich beim Pokern betrüge. Entschuldigung, wenn ich öfter runterschaue, ich lese sie halt mit, ne? Ich lese hier halt mit.
Tut mir jetzt leid, ich würde gerne hier so aufrecht sitzen und schauen, aber ich möchte den Text miterleben. Alles voll Lüge, trau niemand in den Straßen. G's verbiegen sich für Bares, so wie Zirkus-Freakshow-Artists. Ja. G's verbiegen sich für Bares, so wie Zirkus-Freakshow-Artists. Ist auch wieder krass. Ich bin psychopathisch für mein Königreich mit Strengen. Denn Köter verwechseln gerne Höflichkeit mit Schwäche. Boah, das war auch ein fetter Flow, Mann. Ey, yo, Deutschrap hat ne Führungskrise. Du kommst mit Staubsauger, denn ich benutze die Urne deiner Großmutter zum Übungsschießen. Digga, das ist schon... harte Zeile. Die vergehende Punchlines, hab Beef geprägt wie ein Brandeisen. Boah, Digga, das ist so gut. Nie vergehende Punchlines. Habe Beef geprägt wie ein Brandeisen. Habe Beef geprägt wie ein Brandeisen, Digga. Dann meistens auf ihren Deckel wie in Stammkneipen. Ey, die Wortspielrate in dem Song ist ja wirklich gigantisch, abnormal hoch. Heute rede ich nicht mehr mit jedem, weil sie mich Langeweile nicht gebe. Befehle zum Angreifen, heute in der Regel per Handzeichen. Kid. Und wie er rappt, so richtig soft, so richtig lässig. Es ist wirklich Oldschool-Style, Mann. Produziert von Johnny Instrument übrigens. Hat er auch für Asche viel produziert. Shoutouts gehen raus. Geiler Beat auf jeden Fall. Bunkerflexe dem Trainingsjogger. Buntes Dexe dem Lederkoffer. Push das X wie ein Blazy-Zocker. Push das X. Das X. Für was steht das X? Also für eine Droge. Für... Welche Droge beginnt mit X? Also ist so eine Abkürzung oder so ein umgangssprachliches Bezeichnung für eine Droge. Aber X weiß ich jetzt nicht. Aber wie ein Blazy-Zocker. Blazy-Zocker pusht natürlich auch das X, ne? Klar. Demoliert deine dumme Fresse wie ein Käfigboxer. Seh dich doch mal an. Heruntergekommen auf H wie ein Helikopter. Doch mal. Oh! Okay. Oh mein Gott. Heruntergekommen auf H wie ein Helikopter, ey. Heruntergekommen auf H wie mein Helikopter. Oh, ey. Bah, Mann. Bommern im Griff, Griff, Goldkette blitzt. Der Anzug mit den Nadelstreifen sitzt. Im Magazin Clips, zeig kein Gesicht. Deutscher Rap besteht aus Kids wie Kollege Adlibs. Bist du mitten unter Neidern deinen Traum verwirklichen? Schauen sie dich an wie einen Außerirdischen. Ich sah mit Haupttierinstinkten zu Ikonen Rockstar-Status. Die bloße Offenbarung, die Visionen Bostradamus. Damals sah man meine Freunde meistens mit Blessuren da stehen. Man machte sich um Enkelkinder Sorgen. Denn ich kam radikal mit breitem Kreuz bei Reise nach Jerusalem. Wie ein Ab. Okay, so ein bisschen so Gesang, Outro-mäßig, geil. Fakter Tempelritterorden. Tempelritterorden. Heutzutage rollt der weiße Royce geschmeidig vor die. Boah, ich bin so glücklich einfach, dass es jetzt endlich draußen ist. Cafés. Und lappenhafte Gangs wollen mich ermorden. Ich bin der Vater von der Scheiße Mäus und weise wie Methusalem. Ihr habt nichts in der Champions League verloren. Schwarzer Benz, stumme Schreie, immer noch Punchline-Koryphäe. Oh, du auf mich eine schwarze Schreie, schwarzer Benz, stumme Schreie. Der Boss ist back. Rede, ich halte auf dich, die Schrotgewehre. Ey, das ist voller Nostalgie alles, ey. Die größten Babas der Drogenszene stehen hinter mir wie bei Polonaise. Denn ich brach durch den grauen Asphalt und blühte auf wie eine Orchidee. Schöner Effekt auf der Stimme auch. Das war's vom ersten Song, den wir noch nicht kennen. Entweder stirbst du als Held, oder du lebst lange genug, um selbst der Böse zu werden. Ostradamus. Krank. Ja, Mann. Sehr, 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 sehr geiler Song, muss ich sagen. Bostradamus, davon haben wir schon einen Teaser gehört. Jetzt kommt Mafia Dynastien. Wir haben jetzt circa 10 Minuten für den ersten Song gebraucht. Ich denke, das ist eine gute Quote. Mafia Dynastien, bin ich gespannt, produziert auch von Johnny Instrument und die Strings sind von Juliane Hennenberg. Also hier werden wir Geigen hören. Die Zigarre liegt im Dreck, ausgesaugt, aufgebraucht. Es wird nicht einmal aufgeschaut, ein Schnipp und sie ist weg. Ein Mittel für den... Okay, das kommt aber, er kommt ja ganz plötzlich rein. Das steht auch gar nicht im Textbook. Also diese, was jetzt hier kommt. Weg, erfüllt und das war's. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das Bild ist verblasst, der Rauch verliert sich. In Sekunden schnelle weggeblasen.
Der melancholische Boss. Zwischen Textpassagen, Wortfetzen, Sätzen und Phrasen verlässt er die Nase, der letzte Atemzug nahm der Glut ihren letzten Atem. Noch ist sie warm genug, voll Wagemut, schnappt nach Luft, um weiter zu glühen, obwohl die Glut sie zerfrisst. Jeder Alter, Digga, was? Zug ist wie Gift, aber notwendig sterben, um zu leben, verderben bis zum Tod, bis sie nach einer Minute erlischt. Yeah. Nutte, bewegt deinen dürren Arsch auf den Straßenstrich. Yeah. Young Mafioso, Sergio Taccini, spread the Kokain vor einem El Capone Graffiti. Gangster leben kürzer, sterben oder siegen, ernst und ohne Mimik shooten wie in Perso-Bildkabinen. Way up, wie die Kelly Hills. Bah. Guck nicht, wenn das Blei fliegt, Rache scheint sweet wie bah, Digga, was ein Beat. Oh, der kommt aber hier ganz lecker rein, ey. Wie die Kelly Hills, duck dich, wenn das Blei fliegt, Rache scheint sweet wie die Diamonds auf dem Timepiece. Hustler seit den 90s, Vater seit den. Nochmal kurz. Also, wir gehen nochmal kurz den Text durch. Gangster leben kürzer, sterben oder siegen, ernst und ohne Mimik, shooten wie in wie in Perso-Bildkabinen. Way up wie die Kelly Hills, duck dich, wenn das Blei fliegt, Rache scheint sweet wie Diamonds auf dem Timepiece. Hustler seit den 90s. Oh, so geile Reime, ey. Para seit den Tupac-Schüssen, der Weg so steinig, die Fußabdrücke haben Blutergüsse. Damals halte ich die Millionen noch nicht, hatte ich die Millionen noch nicht, doch Visionen von der Krone, die Ikone droppt Hits. Hot Chicks, Digga. Tupac-Schüssen, der Weg so steinig, die Fußabdrücke haben Blutergüsse. Damals hatte ich die Millionen noch nicht, doch Visionen von der Krone, die Ikone droppt Hits. Hot Chicks, greifen nach Knüppel, Pilotencockpit. Horny auf Nase wie ein Rhinoceros-Kid. Horny auf Nase wie ein Rhinoceros-Kid. Oh, allein wenn der Kid als Adlib einfach, oder halt als Adlib dranhängt. Oh, da geht meine ab, Alter. Dieses Kid ist so lässig immer. Top fit, Alter. Rhinoceros-Kid, top fit. Undertaker-Dropkick. Undertaker-Dropkick, Panorama-Cockpit. Schlangenleder-Optik, Moneymaker-Boss, Blickbox dich, so lang bis der Krankenpfleger kotzt und der Sanitäter-Schock kriegt. Shatter T5, Mafia-Dynastien, lieber schnell sterben als einen Tag auf den Knien. Sieh die Schmetterlings klingen, ich lade das Magazin. Schüsse in der Oper, die Stradivari sie spielen. Das ist Shatter T5, Mafia-Dynastien, an der Spitze Gold wie eine Pharao-Pyramide. Lass die Messer klingen, springen, ich lade das Magazin und erweiter meine Macht wie eine Mafia-Dynastie. Hook wirklich geht sehr nach vorne, hat einen sehr, sehr auflebenden Charakter. Sehr, sehr geile Hook, finde ich. Du kriegst deine Kohle bald, sagst du mir auf dem Korridor. Dein Wort in Gottes Ohr, als wärst du ein Gospelchor. Dein Wort in Gottes Ohr, als wärst du ein Gospelchor, ja, okay. Ja, gut. Top in Form, ich lass Scheine im Shoppingstore, der Leib schockgefroren. Ich stehe auf Eis wie ein Hockeytor. Ich stehe auf Eis wie ein Hockeytor. Ja, okay. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Baguettes in your face wie bei Subway. Baguettes sind ja auch, nennt man auch Uhren? Oder irgendeinen Schmuck nennt man auch Baguettes. Weiß ich jetzt gerade nicht. Hut voller Duct Tape, ich mach Blood Rain. Trr, trr, in dein Flood Fame. Trr, trr. Ich hab Dark Fame, ey, du bist in unseren ranghohen Mafia-Kreisen. Streng betrachtet ne Randerscheinung, Banknoten, Wasserzeichen. Zeit die Kampfhunde abzuleinen. Warte mal, streng betrachtet ne Randerscheinung, Banknoten, Wasserzeichen. Ach so, weil es am Rand erscheint. Ja, nice. Und per Zigarren Cutter Finger von euch Schwanzlutschern abzuschneiden. Randerscheinung, Wasserzeichen, Mafia-Kreisen. Geile Reime, wieder mal. Trag die Kevlar wie einen römischen Brustpanzer. Tödlicher Schuss auf deinen fröhlichen Großvater. Kiss the Ring, sie bitten um Gefallen. Zieh die Glock und sie sind, nachdem sie bitten, umgefallen. Oh, und Spit. Sie bitten um Gefallen, ziehen die Glock und sie sind, nachdem sie bitten, umgefallen. Okay, ja, okay. Sie bitten um Gefallen und nachdem sie sind, nachdem sie bitten, umgefallen. Ja, solider Spit. ZT5, Mafia-Dynastien. Lieber stehen, sterben als einen Tag auf den Knien. Sieh die Schmetterlings klingen, ich lade das Magazin. Schüsse in der Oper, die Stradivari sie spielen. Das ist ZT5, Mafia-Dynastien. An der Spitze Gold wie eine Pharao-Pyramide. Lass die Messer klingen, springen, ich lade das Magazin und erweiter meine Macht wie eine Mafia-Dynastie. Geil. Mit 80 durch die Stadt pumpe das Zuhälter-Tape. Mit purer Ästhetik wie ein Louvre-Gemälde. Kommst wohl das Louvre-Gemälde, okay.
Ich snitche, doch belaste ich mal Menschen dann mit Massen von Zement, um sie im Wasser zu versenken. Belaste ich mal Menschen damit Massen von Zement, um sie im Wasser zu versenken. Oh, ja, wieder fette Punchline, Mann. Hey, yo, Kugeln in den Magen los, tanzt mir ne Choreo. Nuttensöhne abziehen wie die Randschicht am Oreo. Nuttensöhne abziehen wie die, ja, okay. Bullen sind verkabelt wie beim Country-Club-Rodeo. Gut, ist auch egal, ich pull den Gun-Trigger sowieso. Land sitzt wie ein Britenlord, Antlitz im Meeting elegant. Die Chemie stimmt wie im Amphetamin-Labor. Gun-Clips im Schweizer-Co, Biggest Don, Schwindel, errege davor. Sprung wie ein Bungee-Jumping-Plateau. Yo, stabil wie Mittelalterburgen. Du kamst mit Bretterbrust, doch gingst mit Pitbulls an bis Spuren. Der Boss ist back, wenn im Strip-Club all die Huren sich im Handumdrehen an Stangen drehen wie Tischfußballfiguren. Check, wie im Stripclub all die Huren sich im Handumdrehen an Stangen verdrehen. Oh. Im Handumdrehen an Stangen verdrehen. An Stangen drehen. Im Handumdrehen an Stangen drehen. Wie Tischfußballfiguren. ABAC, ABAB, Reimschimmer. Stripclub all die Huren sich im Handumdrehen an Stangen drehen. Wie Tischfußballfiguren. Ach, es ist schon sexy, Mann. Es ist schon geil. ZT5, Mafia-Dynastien. Lieber stehen, sterben als einen Tag auf den Knien. Sieh die Schmetterlings klingen, ich lade das Magazin. Schüsse in der Opfer. Die Stranibari, sie spielen. Das ist ZT5, Mafia-Dynastien. An der Spitze Gold wie eine Pharao-Pyramide. Lass die Messer klingen, springen, ich lade das Magazin. Und erweiter meine Macht wie eine Mafia-Dynastie. Wow. Auch sehr, sehr fetter Song. Hierfür haben wir 6 Minuten gebraucht, okay. Kurz gucken, wie lang ist die Aufnahme schon? 21 Minuten, wir haben erst 2 Songs, Leute. Oh, geil. Nächster Song, 21 Gramm, produziert von Freshmaker, Chusney und Sammy Beats. Boah, hier ist auch sehr viel Text drin. Alter, 3 Parts und 2 Hooks, so wie es hier aussieht. Alles klar. Ja, geht schon wieder fast 4 Minuten, das ist so irre. Das heißt, wir alle verlieren 21 Gramm genau in dem Moment, in dem wir sterben. Jeder von uns. 21 Gramm. Ja, jetzt wird wieder mit Schusswaffen rumhantiert. Jetzt wird wieder mit Schusswaffen nachts in den Hutgassen rumflaniert. Ich hab den Umgang mit Schusswaffen jung kapiert und G's gezwungen zu lernen, wie man Schusswaffen runterwirft. Ich bleib mir selbst treu, Bad Boy wie Malfoy, noch nen X. Okay, jetzt einfach wieder Gangstergelaber. Generell, es ist thematisch immer das gleiche auf Zuhälter Tape. Aber ich fühl's anders gerade. Ich fühl's wirklich anders, diesen Zuhälter Tape Vibe. Das ist tatsächlich mein erstes Zuhälter Tape, was ich physisch kaufe. Oh shit, Alter. Ich bereue es nicht. El Joint zu, wie sich Geld häuft. Wieder vor Gericht, ich kenn die Typen noch vom Campus. Ich sag nicht euer Ehren, ich sag Rüdiger, komm lasse. Seit Geburt an ne Maschine. Beat hat ganz krasse Vibes irgendwie. Du und ohne Furcht durch jeden Sturm und jede Krise, da ist durchzieht die Devise wie beim Schnurriemen der Stiefel, die ich. Da sind auch so Pauken drin, boah. Binde und die Fresse von dir Hurensohn demoliere. Du bist jetzt Fame, hast deutschlandweite Shows. Fühlst dich mit Rücken safe, dein Freundeskreis ist groß. Denkst du gehst als Löwe durch, so wie bei Feuerreifen-Shows. Ich komm vom Golfturnier und schlag dich mit dem Neuner-Eisen tot. Okay, waren da jetzt irgendwelche Wortspiele, die ich verpasst habe? Seit Geburt an der Maschine, stur und ohne Furcht, durch jeden Sturm und jede Krise, da ist durchziehen die Devise wie beim Schnurriemen der Stiefel. Durchziehen die Devise wie beim, okay, Schnur, okay, der Stiefel, die ich binde und die Fresse von die Hurensohn demoliere. Du bist jetzt Fame, hast deutschlandweite Shows, fühlst dich mit Rücken safe. Dein Freundeskreis ist groß, denkst du gehst als Löwe durch, so wie bei Feuerreifenshows. Ich komm von Golfturnier und schlag dich mit einem Neunereisen tot. Ja, sympathisch auf jeden Fall, ne? 21 Gramm, White Powder Hills machen reich auf der Bank. Wirf beide gern, drei beide gern. Egal wer vor mir steht, ich Oh, ein Rechtschreibfehler im Booklet. Sein Bodyweight, step aus die Karren, Nebel, reine Dominanz, hör sie. Bah, wie er runtergeht mit der Stimme. Step aus Zigarre, Nebel, reine Dominanz. Reden, doch sie bleiben auf Distanz, keine Toleranz. Egal wer vor mir steht, ich senke sein Bodyweight um 21 Gramm.
Das ist auch eine geile Line. Mondsichel weiß, Silhouette schwarz, Rotlichterschein auf dem Spiegelflächenglas. Siegerlächeln strahlt, Dope-Dealer live bekannt für Koks-Schieberei, so wie... Boah, ich hab so Bock, das auswendig zu lernen. Ich werde das safe auswendig lernen und dann die ganze Zeit mitrappen, Alter. Dieser Credit Cards, Makarov Kugelbag, Labrador Rudelbelt, Handy an meinem Ohr, Marlboro Stimme brennt, ja. Telefonat nach Kolumbien, wo ich wieder mit irgendwelchen Lappen verbunden bin, wie Pharao Mumien. Ich sag, wenn die nächsten Drops nicht hocheffizient sind, dann komm ich rüber mit meinem Boot, um eure Toten zu schänden. Ruhig nicht ständig mit dem Tod bei Telefonkonferenzen, ist mir der Ton schon zu menschlich wie bei Golem-Legenden. Ist mir der Ton schon zu menschlich wie bei Golem-Legenden. Die Line verstehe ich tatsächlich nicht. Bogota Grenzen, schmier die Flughafen Zöllner dort. Mach deiner Faxen, gibt es Blut, Rache, Völkermord. Kiss. Gang. Kit. Da schieben Parasio, wenn ich mal Paraschiebe, dann bei Schubkarren Geld Transport. Ja, okay, ja, Paraschiebe, ja. Brutkastenzeller Boss, wollen an meine gottgegebene Boss-Genetik, denn die ist wie ein Sechser von der Lottofee, Kit. Kit. Zweigmal Kit schon, oh mein Gott. Die Kit-Rate ist höher denn je. Ihr wollt kein Drogenmafia-Krieg, weil's wieder Tote nach sich zieht, wie meine Stoßstange des Jeeps. 21 Gramm. White Powder Hits machen reich auf der Bank. Beide gern, drei, beide gern. Egal wer vor mir steht, ich senke sein Bodyweight. Setz auf Zigarren, Nebel, reine Dominanz. Sie reden, doch sie bleiben auf Distanz. Keine Toleranz. Egal wer vor mir steht, ich senke sein Bodyweight um 21 Gramm. Lenz in der Benz, Davidoff Qualm. Ich mach Dead Presidents wie Harvey Oswald. Du da bin ich auch raus. Hässlicher Mensch, deine Drecksexistenz. Einfach so, du hässlicher Mensch, deine Drecksexistenz. Lenz juckt den Boss nicht im geringsten wie sein Kaschmirstoffschal. Check, wie ich die... Oh, Harvey Oswald auf Kaschmirstoffschal. Auch wieder ABAB, geil, geil, geil. Nee, ABBA, so. Ein Binnenreim, sagt JGG auch. Edelstein Watch, Bilzerian gibt mir für meine Lebensweise Props. Schnappen, saufen sich an rein und schwärmen mega nicer Boss. Da knallen die Jägermeister-Shots wie in den Rickets-Weibchen im Kopf. Die Hennessy-Botte fließt. Rapper hängen im Netz und kämpfen mit Trollen wie im Fantasy-Rollenspiel. Ich kämpf auf der Street, ein Gangbember wollen Krieg, weil ich Gebiete annektiere wie die englische Monarchie. Annektiere wie die englische Monarchie. Annektiere. Check ich auch nicht. Ländliche Normandie. Ländliche Normandie im Cabriolet. Zigarre geht nicht an, das alte Farbenproblem. Wo ist meine Mom? Die ist in Porn-Tapes am Start mit paar Stoßzähnen wie meine Safari-Trophäen. Mit Stoß... Oh! Oh! Mit Stoßzähnen! Oh! Also einmal mit Stoßzähnen und mit Stoßszenen. Ne? Im Porn-Tape Stoßszenen. Oder halt mit Stoßzähnen im Maul. Wie meine Safari-Trophäen. Bah, geile Zeile. Geiler Spit, Stoßzähnen, Stoßzähnen. Bah, geil. 21 Gramm. White Powder Hills machen reich auf der Bank. Riff, beide gern, drei, beide gern. Egal wer vor mir steht, ich senke sein Bodyweight. Step auf die Karren, Nebel, reine Dominanz. Hör sie reden, doch sie bleiben auf Distanz. Keine Toleranz. Egal wer vor mir steht, ich senke sein Bodyweight um 21 Gramm. Auch absolut solider Song. Sehr geil. Hook hat mir auch sehr Bock gemacht mal wieder. Also alles wirklich konstant 10 von 10 solide. Jetzt kommt Vendetta Wetter, Freshmaker und Sammy Beats. Holy shit. Ich sehe gerade bei Rotlicht Massaker 2, die Sachen, die San Diego geschrieben hat, die werden hier nicht als Lyrics aufgezeigt. Und auch leider im Outro von Rotlicht Massaker 2, wo sie sich abwechseln, da ist hier auch kein Text dabei. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Kollege, dass man das meistens macht, dass er Feature-Parts nicht in den Text quasi mit aufnimmt. Aber naja. Sei es so, es ist egal. Vendetta Wetter, let's go. Ja. Yeah. Boah, mit so Chorstimmen oder was das ist, so dieses Yeah war immer anders geil abgemischt. Kollege der Boss. Boah. Ey. Blutroter Horizont, die Abendsonne liegt. Oh, was ist das für ein Beat, Mann? Holy shit. Boah, jetzt so ein bisschen Kopfnicker-Art oder was? Blutroter Horizont, die Abendsonne legt sich. Kippe, während der Pfarrer von seinem... Bah, Dicker, was ist das für ein Beat? Wie kommt denn er hier rein, Alter?
Kreuz und die Abendsonne legt sich. Boah, was ist das für ein Beat, Mann? Wie. Ey! Junge, chill mal. Jetzt rastet er komplett aus. Boah, ich feier den Style grad unnormal. Kippe, während der Pfarrer von seinem Marmorsockel predigt bei einem Mafia-Boss-Begräbnis, wo es Hagelbrocken regnet. Boah, das ist richtig oldschool, Mann. Wie als Zeichen diese Welt ist kurz, die Strafe Gottes ewig. Bah, wie er. Junge, rasiert der hier, Alter. Moves machen zu, packen Blutrache. Denn ohne Eier kannst du keinen Kuchen backen. Boss in der Biss mit weißem Stoff, bist du. Ohne Eier kannst du keinen Kuchen backen. Spitze wie Kapuzen von Ku Klux Klan trachten. Set von der Crime Scene. Schwermütige Schritte, Augenzeugen schweigen, ehrfürchtige Blicke. Bah, das ballert! Hab wie ein Märtyrer geritten, doch verweichlichte so nie. NBK Cover Style, eingezeichneter OG. Was meinst du wohl, wie viel dem Boss ein Menschenleben gilt? Dein Life steht auf Messerschneide wie der Sensei in Kill Bill. Wenn du mir nicht langsam das Blutgeld in die Hände geben willst, küsst du das Engelsflügelschild von meinem Bentley-Kühlergrill. Ey, sorry, dass ich jetzt nicht so krass auf den Text eingehen muss, aber ich muss sagen, nicht so krass eingegangen bin, aber ich muss sagen, vom Soundbild ist das auf jeden Fall mein Favorite von allen Tracks bisher. Das geht richtig in die Oldschool-Schiene und ballert einfach nur dein Hirn weg. Wie geil. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Hook. Scheiben schwarz wie das Meer. Wetter, Wetter, Schatz in die Air. Hart, aber fair. Zuhälter, Flair, Baller, Full Clips, leer. Boah, das hat auch richtig Style, Mann. Scheiben schwarz wie das Meer. Wetter, Wetter, Schatz in die Air. Hart, aber fair. Schuld wiegt schwer, Baller, Full Clips, leer. Auch, ey, fette Hook. Hat was sehr Melodisches. Aber jetzt bin ich echt wieder gespannt auf den zweiten Part, ne? Holy shit. Drei Parts, glaube ich, schon wieder. Wenn der Beat jetzt so bleibt, dann ist das so ein heftiger Song. Impulse meines Hirnstrom werden wirkungsfähig. Anlehnung an John Gotti. Impulse meiner Tod, da können Coke, gab es solche Gedanken über hochaktive Synapsen. Meine Großhirndrüse gelangen von Krümmungen von zwei in Chrom verzierten Pistolenabzügen, die dich mit Schrot durchsieben. Ich lasse dich tot da liegen. Irgendwie so ging das. Impulse meines Hirnstromwellenwirkungsfeldes. Hirnstromwellenwirkungsfeldes werden über Mikrozellen im Telefon zu virtuellen Stimmfrequenzen, die am Ende der Leitung unter Androhung von Wiesenschäden sicherstellen, dass deine Mama brav in ihrem Kiez vor deines Laster voller Drugs an Bord bereit zum Abtransport. Vor dem. Boah, in dem Style so ein ganzes Album wäre halt so fett, Alter. Laboratorwacht der Labrador. Was? Laboratorwacht der Labrador. Vor dem Laborator wacht der Labrador. Boss-Mode für Full Effect. Boss-Mode Full Effect, kommt mal da. Boah, auch geile Mische mit den Adlibs mit der zweiten Tonspur im Hintergrund. Zieh vor, zieh den Stopp vor den Bullen weg wie ein Matador. Ey, wer wagt es mir, die Stirn zu zeigen? Ich häng seinen Kopf im Saal auf, neben mir ich geweihen. Kopf sind in Gefahr in meinem Wirkungskreis und mal den Teufel an die Wand wie bei einer Paradies-Vertreibungskirchenzeichnung. Der Kopf entdeckt, wo mein. Warte mal, nochmal. Warte mal, was? Cops sind in Gefahr in meinem Wirkungskreis und malen den Teufel an die Wand wie bei einer Paradies-Vertreibungskirchenzeichnung. Check ich nicht. Also ist da ein Spit drin oder? Ich habe keine Ahnung, weil das ist hier, da ist so ein Schrägstrich drin in den Lyrics. Naja, egal. Versteckt beim Zoll ist, denn er verfügt über extra knowledge. Ich treffe sein Head, wenn die Barrett voll ist. Der merkt ihm jeder Respekt am Zoll, das macht das letzte Dorfnis zu Ghetto Projects. Hutgebiet wie der Sherwood Forest. Sherwood Forest bin ich auch raus. Schwarz wie das Meer, wenn Wetter Schatz in die Air. Hart, aber fair. Zuhälter Flair, Baller, Full Clips, leer. Schwarz wie das Meer, Schatz in die Air. Hart, aber fair. Full Clips leer. Richtig druckvoll, es ist richtig druckvoll, der Song. Kilos wie Vito Genovese. Keine Träne, keine Empathie. Mein Prinzip, ich befolge keine Regeln. Der Rest wird sich ergeben, flehend auf den Knie. Yeah. Kläger zwingen zu Falschaussagen, Falschaussagen kommen, können sie Gräber in dem Wald aus. Ah, jetzt wird der Beat wieder etwas moderner, aber zwischendurch, wo diese Boom-Bap-Sounds kommen, ist das so heftig, Digga. Graben, lass Gewalt ausraten, lass den Albtraum starten. Mensch, du sagst den kalten Lauf so hart, man sieht die AK nur noch halb rausragen. Fast Life, Crime sind ja. Jetzt, wo der Beat auch so ein bisschen geslowt wird und dann so ein paar Sounds rauskommen, dann einfach nur dieses Boom-Bap.
Digga, Alter. Crime Syndikat Style. Cops beschmeißen mein Gesicht auf Scheiben mit Dartpfeilen. Im Maybach in schwarz hinter dreifachen Glasscheiben. Greatest ever, schreib's auf mein Grabstein. Scheiben schwarz wie das Meer. Wenn Wetter, Schatz in die Air. Hart aber fair. Zuhälter Flair. Scheiben schwarz wie das Meer. Schatz in die Air. Hart aber fair. Deine Schuld liegt schwer. Baller Frühclips leer. Also wirklich mit Abstand mein Favorite Track bisher. Absolut heftig. Jetzt gucken wir im Recap nochmal Rotlichtmassaker 2 an. Oh, Dicker, ey. Das Album ist ja wirklich so heftig, Mann. Das könnte mein Lieblingsalbum von Kollega ever werden. Okay, Rotlichtmassaker 2. Weil der Part von Kollega, der war echt anormal. Der war mit dieser IQ-Line, mit einer goldenen IQ, das möchte ich nochmal verstehen. Also jetzt habe ich hier die Lyrics dabei und die Hook, die möchte ich auch nochmal kurz hören. Jetzt hat Diego Part und so, das können wir überspringen, das kenne ich schon. Aber die Hook finde ich hier wirklich, boah, die Hook ist ganz, ganz böse. Vor allem der erste Teil der Hook. Aber wir gönnen uns das nochmal kurz, den Kollega-Part. Private Chats, Milliarden-Check. Und der hat die Boss Hour 2 auch angekündigt, das ist auch sehr krass. Boah, dieser Beat ist so geil. Produziert von Digital Drama sogar, krass. Private Jets, Milliardenchecks, von Bossauer umgeben wie Triadenchefs. Jahre weg, reunited, die Stars sind back. Wenn beim Gipfel trifft, das Eis bricht, Titanic Crash. Drop top vor der Villa, Empire Level, Boss Mode, Rockefeller. Cops über Block, Helikopter, Propeller. Started from the bottom to the top, Cinderella. Ey, doppelter Hype, Hollywood reif. Erst wird die Beute gekrallt, dann verschwinden die Zeugen im Wald. Hier finde ich es auch geil, wie er dann verschwindet die Zeugin im Wald. Also er lässt hier richtig krass Pause. Ich glaube, er hat sich sogar im Record ein bisschen versprochen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber dieses, hört mal genau hin, wird die Beute gekrallt, dann verschwinden, und zwischen dann und verschwinden ist so ultra lange Pause. Nice. Erst wird die Beute gekrallt, dann verschwindet die Zeugin im Wald. Dann verschwinden die Zeugin im Wald, aber ich finde, das hat ultra Style. Millionen Kuh wie das goldene Kalb. Ja, das hier, genau. Die Zeugin im Wald. Millionen Kub wie das goldene Kalb. Ja, okay, das verstehe ich nicht. Da fehlt mir das Knowledge. Wenn ihr die checkt, generell, wenn ihr die Lines checkt, die ich nicht check, dann, oder ich was übersehen habe, dann schreibt es alles in die Kommentare. Kommando verteile bei den Bankraubschlüssel, Dark Down, gib bitte mit Anlauftritte. Bombe da den Safe aus der Wand raus, gib besser den Kampf auf, flutte mit der Gunlauf splittet. Dass ich deine Mutter in ihr Schandmaul ficke, liegt in der Natur wie meine Landhaussitze. Motherfucker Boss, aber zwei wird big wie die Schlampe dicht in deiner Stammbaumliste. Genau, die Zeile, die wird auch in der Hook nochmal vorkommen. Motherfucker Boss Aura 2 wird big wie die Schlampendichte deiner Stammbaumliste. So geil. So eine geile Zeile auch, ne? Und wie er die rappt, ist so richtig swaggig, Alter. Bah. Kollege der G, Bleif liegt nachts. Pull das Magazin aus dem Schreibtischfach. Bulle regelt wieder mal die Crime-Szenen ab. Spread der Kugel in der Street wie ein Ice Cream Truck. Wer tritt mein Erbe an? Das Game ist sterbenskrank. Über Alpha Saga wie mein Werdegang. Über Alpha Saga wie mein Werdegang. Alpha Saga. Die verstehe ich auch nicht ganz. Alpha Saga. Vielleicht Vers Saga. Alphers Saga. Ich weiß nicht. Der Westside. Slow and fast life. Boah, die hat, also ich finde genau diesen Teil, den finden manche vielleicht ein bisschen schräg, aber ich finde ihn so heftig, Mann. Mein Werdegang. Vor allem dieses Stitches. Boah. Okay, der zweite Teil der Hook ist jetzt nicht so heftig, dieses Gangster von der Westside. Das ist auch okay, aber jetzt nichts ultra krasses. So, wir haben eigentlich nur vier neue Songs abgecheckt, aber ich würde sagen,
Ich guck nochmal, wie lange die Aufnahme geht. Ich glaube schon, ja, 40 Minuten. Ich glaube, wir machen hier fürs Erste Break. Das war der erste Part von der großen Reaktion des Zuhälter-Tape 5. Vendetta Wettermann, absoluter Favorite, ganz klar. Danach Bostradamus, dann Mafia-Dynastien und dann 21 Gramm. Rotlicht-Massaker zähle ich jetzt nicht dazu, weil den kenne ich ja eben schon. Also, es war mega fett. Ich denke, ich werde jetzt gleich im Anschluss weiter aufnehmen, den zweiten Teil. Und dann, ich denke mal, jeden Tag kommt jetzt eine Zuhälter-Tape-Reaction. Viel Spaß damit, ich mache es nur für euch. Leute, Kuss geht raus. Ich genieße es hardcore. Bis dann, bis gleich und ciao.